Hi, ich bin Tobi und das ist ein Tag in meinem Leben als Austauschstudent in Tokio. So, hallo Freunde, auf geht's Sonne und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Ja, es ist jetzt, ich schau mal kurz auf die Uhr aufs Handy, 7.10 Uhr. Es ist ein Dienstag und ich gehe heute zum Fußballtraining. Ich trainiere zweimal die Woche Fußball. Schon ziemlich früh, aber ich finde es immer gut eigentlich, so früh aufzustehen und dann schon Fußball gespielt zu haben, dann zu duschen und dann geht der Tag richtig los. Das ist eine Gruppe von japanischen Studenten. Manche sind auch schon arbeiten schon, aber hauptsächlich Studenten. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Let's go! We'll get away to a place where we don't know about to see the world in action, what we can be. So, wir sind jetzt angekommen. Es sind schon ein paar Leute da, auf jeden Fall. Das ist jetzt der Fußballplatz. Ich bin jetzt angekommen. Und es kommen dann immer mehr Leute. Am Anfang sind noch nicht so viele Leute da, weil manche kommen von weit weg. Das ist immer noch Tokio und viele fahren dann eine Stunde hierher. Ich werde mich jetzt ausziehen, beziehungsweise meine Jacke ausziehen und dann wird ein bisschen trainiert. Genau. Hey,話して決めました。テーマが、ずっとドラムロールお願いします。ダンダン一緒にやろうです。はい。はい。そう、気になった。めっちゃ。お、入って。というか、今日1日僕が何するかを撮影してる。ああ、なるほど。今日日本交換留学生の1日撮影動画で、 まあ、サッカーもちろん一つのパートで。せーの、チャンピオンズ。いや。厳しい、難しくてディフェンスの面でなかなか初めてのチーム修正のポイントがたくさんあったんですけど、すごい思ったのが、アッキーさんとか最後の辺声かけてくださったんですけど、なんか楽しさを忘れるっていうか、なんかそういうのが大事だなと思って。 So, das war es jetzt vom Fußball. Ja, hat wieder richtig Spaß gemacht. Es gibt nämlich Samstag ein Turnier und dafür trainieren wir alle. Genau, Samstag spielen wir so ein Turnier, da fahren wir mit dem Bus in eine andere Präfektur. Und da haben wir irgendwie so mehrere Spiele. Das ist eher so ein hobbymäßiges Turnier. Trotzdem, wir versuchen da unser Bestes zu geben. Und ja, es macht mega Spaß, hier Fußball zu spielen mit den Japanern zusammen. Ich habe hier gute Freundschaften auch geknüpft. Die sind alle super lieb, ne? Super nett. Jetzt muss ich erstmal nach Hause, jetzt habe ich ein Telefonat. Genau, nach dem Telefonat werde ich erstmal duschen und noch ein paar Sachen vorbereiten für die Uni. Und dann geht's zur Uni und wir sehen uns erstmal zu Hause dann. Bis dann. So, jetzt bin ich wieder hier. Also ich habe geduscht. Das habe ich jetzt mal weggelassen, das will kein Mensch sehen, denke ich. So, jetzt schaue ich mir hier die 10 Kanjis an, beziehungsweise Wörter, die muss ich eben mal lernen. Es gibt zweimal die Woche in der Regel so einen Test am Anfang der Stunde, wo du halt die neu gelernten Wörter werden dir abgefragt. Das sieht bei mir jetzt so aus. Ungefähr. Genau, also es sind nicht mehr die einfachsten Wörter, das ist schon ein höheres Level an Japanisch. Und das Geile ist halt wirklich, dass die Dinge, die ich jetzt lerne, die Grammatik, die Wörter, ja, wenn ich mit Japanern spreche, dann merke ich total oft, dass die Wörter benutzen. Und ich kann die auch selber mal anwenden. Und so lernst du immer am besten, wie der Kai schon im letzten Video gesagt hat. Einfach das Gelernte anwenden. Das geht einfach am besten, wenn du in Japan bist oder wenn du dich mit Japanern umgibst. Und das ist richtig geil, weil ich merke selber den Fortschritt dann auch. Und das ist auch cool, dass wir immer so einen Test haben. Dann zwinge ich mich mehr zu lernen immer. Die schaue ich mir nochmal an, bevor es dann in die Japanischstunde geht und ich den Test dann schreibe. Wir sehen uns später. Beziehungsweise wir sehen uns auf dem Weg dann. Ich nehme euch mit auf den Weg zur Uni. Wir sehen uns.
So, also wie gesagt, das Wetter ist heute wirklich sehr schön. Ist mega schön heute. Uni ist nur 8 Minuten zu Fuß von hier, weil ich ja hier in diesem Studentenwohnheim wohne, was ja für die Uni quasi gemacht ist. Aber man sieht hier auch viele Leute, die jetzt zur Uni gehen. Wenn ich das so zeige. Naja, die Leute, die jetzt hinter mir und vor mir laufen, sind halt die Leute, die jetzt zur Uni gehen. Und sollte mich vielleicht ein bisschen beeilen. Let's go. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, take you off, I came here way too strong, cannot keep it low key, got me drugged, your pheromones hit the roof, auto, your taste, it's really a bad reception out there, where you heading, why ain't gravity pulling you in closer to me? Okay, so wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Mensa zum Essen. Die Stunde ist vorbei. Kai ist auch da. Kai Mo. Hi. Also hier vorne seht ihr den Turm. Vorne, seht ihr nicht, aber die Statue. Das ist der Gründer, Okuma Shigenobu. Genau. Und ja, es ist cool, hier auf dem Campus rumzulaufen. Das ist das richtige Studentenfeeling. Das hatte ich an meiner alten Uni nicht so, weil ich da bei so einem abgeschotteten Campus war eher. Aber hier sind viele Studenten und ja, jetzt gehen wir essen. Bis dann. ああ、今日何食べようかな。今日何食べよう。今日定食かな。あ、定食いいね、いつも。なんか定食一番なんかな。そう、ボリュームある。定食するかも。みんなに見せたいから、日本の食べ物。 Also ihr seht, das ist hier eine richtig lange Schlange heute. Bis wir unser Essen kriegen, müssen wir lange warten. Das ist eine sehr lange Schlange. Ihr seht, muss man geduldig sein. Jetzt sitze ich in der Mensa und ich habe mein Essen. Und ich zeige euch mal, was ich heute geholt habe. Und zwar ist was richtig Japanisches, was typisch Japanisches. So, das Ganze nennt sich Teeschoppe. Und da haben wir halt Fisch, Miso-Suppe, ja. Spinat, Reis und ein bisschen japanisches Chicken mit ein bisschen, wie sagt man, Weißkohl. Das ist so richtig japanisches Essen. Das heißt, als Base hat man oft eben diese Miso-Suppe und den Reis und dann eben auch Fisch noch dazu. Also wenn mich jemand fragen will, was japanisches Essen haben will, könnte ich so antworten, sage ich mal so. Und genau, das Lustige ist gerade an der Kasse, ne, wo ich bezahlt habe, die hatten da Christstollen. Ne? Das fand ich mega witzig. Und ja, Kai ist jetzt auch da. Da, Tabeo. Okay, also der Kai geht jetzt ins Gym. Danke, Itai, sei gut. Bye bye. So, ich bin jetzt, ich habe kurze Pause gemacht. Es ist jetzt 13:35 Uhr und ich sitze jetzt hier im Gebäude von der Fakultät für Politik und Wirtschaft hier an der Wasseruni und ich werde jetzt mich ransetzen an einen japanischen Aufsatz, den ich bis heute 23.59 Uhr abgeben muss. Und ich bin eigentlich schon fast fertig, aber ich muss noch ein bisschen checken. Grammatik, dies, das. Ne? Da werde ich mich jetzt ein paar, 2 Stunden oder so ransetzen. Heute Abend geht es dann in ein Sento. Es ist kein Onsen, aber trotzdem ein öffentliches Bad, ein heißes Bad. Da gehe ich immer mit 2 Freunden hin, na, jeden Dienstag. Das ist so das Highlight später. Ihr seht, es ist eigentlich ziemlich langweilig. Ich mache einfach nur hier Kram am PC. Ich werde nachher auch noch ein Video schneiden. Dann sehen wir uns später. Erstmal jetzt. Let's hustle. Genau. Das Interessante ist, an japanischen Supermärkten, die Fischabteilung ist halt wirklich ziemlich groß. Das hinter mir ist Fischabteilung. Das, was jetzt alles hier sieht, hinter mir ist auch alles Fischabteilung. Das ist ein ziemlich kleiner Supermarkt, aber die Fischabteilung ist so groß oder größer als in großen deutschen Supermärkten. Und das ist die Fleischabteilung hinter mir. Die ist genauso groß wie die Fischabteilung, also ungefähr 50-50. In Deutschland wäre es ja so,
In Deutschland wäre es ja eher, keine Ahnung, 80-20, ja, vom Gefühl her, was Fleisch und Fisch angeht. Genau, ich hole mir noch eine Zwiebel. So, rein damit. Die brauche ich nämlich fürs heutige Gericht, ja. Ja. Na, da ist es. So, ich bin jetzt in der Küche. Ich habe gesagt, ich koche heute. Es ist zwar schon spät. Wir haben jetzt 10.50 Uhr. Ich koche trotzdem heute. Ich will auch noch was essen. Und ich zeige euch das. Wir sehen uns beim Essen oder beim Kochen. So, so sieht es ungefähr aus, wenn es fertig ist. Darunter habe ich jetzt Reis reingemacht. Ich habe jetzt Reis in der Mikrowelle gemacht und es sieht dann so aus. Hey, wir können es mit Hühnchen machen. Meiner Meinung nach schmeckt es besser mit Hühnchen, aber man sollte ja auch nicht zu viel Fleisch essen. Tofu ist eine Alternative, könnt ihr so machen. Ich werde jetzt einfach reinhauen. Let's go und itadakimasu. Ich stehe jetzt vor meiner Haustür. Ich werde jetzt drinnen nicht mehr sprechen, weil mein Mitbewohner schläft, denke ich. Deswegen kommt dann Voice-Over, wie ich meine Abendroutine gestalte. Jetzt werde ich noch ein Video ein bisschen schneiden, damit ich das morgen rausbringen kann. Viel Spaß mit dem Voice-Over. Genau so, da bin ich noch am Video schneiden. Ja, normalerweise arbeite ich für ein Video nicht mehr so bis spät in die Nacht, weil ich das davor eigentlich schon besser schneide, aber das war jetzt eine besondere Situation. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Dann hole ich mein Erfolgsjournal raus. Ja, das mache ich immer vorm Schlafengehen, jeden Tag, jeden Abend vorm Schlafengehen. Schreibe ich mir 5 Dinge auf, die mir an diesem Tag gut gelungen sind. Und warum ich das mache, das liegt eben daran, dass du, wenn du jeden Tag 5 Dinge aufschreibst, langfristig dein Selbstbewusstsein auch fördert, ja. Und du dann jeden Tag, oder ich merke es tatsächlich, dass du jeden Tag auch motivierter bist, den Tag aktiver zu gestalten, mehr das Beste aus dem Tag herauszuholen. Weil du weißt, jeden Tag werde ich mir heute 5 Dinge aufschreiben, die ich gut gemacht habe. Deswegen motiviert dich das schon, dass du nächsten Tag wieder alles gibst und so. Und deswegen kann ich das jedem empfehlen, sich dieses Erfolgsjournal auch mal anzuschaffen. Ich packe es mal in die Videobeschreibung, wenn ich es finde im Internet. Und genau, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist ja auch bald Weihnachten, vielleicht auch als Weihnachtsgeschenk, wer weiß. Genau, dann gehe ich eigentlich schlafen und in der Regel gehe ich wirklich früher schlafen als die Zeit, die jetzt dort angegeben ist. Also, ich bedanke mich für Schauen des Videos. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Video. Mach's gut und Peace!